Story Games. Ein Begriff, den alle Gamerboys und Gamergirls schon einmal gehört haben. In diesem Wort steckt das Wort Story drinnen. Und nun ja, für alle, die kein Englisch können, so wie ich, für die übersetze ich dieses Wort persönlich. Geschichte. Singleplayer-Spiele, die eine richtige Geschichte beinhalten, sind viel besser als Multiplayer-Games, meiner Meinung nach. Und für diejenigen, die immer noch kein Englisch können, Singleplayer-Games sind Einzelspielerspiele, wo nur du alleine das Spiel kontrollierst. Multiplayer-Spiele hingegen sind Spiele, wo du mit mehreren Menschen aus allen möglichen Ländern zusammen spielen kannst, zum Beispiel Fortnite. Krasse Story-Games wie Red Dead Redemption 2, God of War, The Last of Us und so weiter erobern natürlich den Markt in puncto Story-Games. Es soll aber nicht so sehr intensiv ins Detail der verschiedenen Spiele gehen, sondern eher ums Allgemeine. Ich erinnere mich an eine Situation, in der mich ein Zuschauer gefragt hat, was ich an Story-Games so gut finde. Warum bin ich so an Geschichten in Spielen interessiert? Was bringt das, wenn man auch zusammen mit seinen Freunden eine Runde Fortnite spielen kann? Meine Antwort damals war, dass Story-Games das Beste sind. Sehr einfallslos, ich weiß. Aber ich habe mir wirklich einmal die Frage gestellt, warum ich Story-Games eigentlich so sehr verehre, und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist genauso, als würde man eine Person fragen, warum sie überhaupt Filme schaut. Ein Mensch schaut Filme oder Serien, um unterhalten zu werden und um mitzufühlen. Das Schlagwort ist Gefühle. Klingt seltsam, aber so ist es. Ein Storygame sollte eine Geschichte erzählen, die uns Spieler bei Laune hält und uns motiviert, das Spiel zu Ende zu spielen. Es sollte unser Interesse wecken, damit wir wissen möchten, wie es weitergeht und wie es endet. Natürlich könnte man auch einfach durch das Gameplay unterhalten werden und Multiplayer-Spiele spielen, aber das wirkt einfach trocken. Es fühlt sich so an, als ob man am Strand steht, jedoch so weit entfernt, dass einen die Wellen nicht erreichen. Wenn man nun ein Spiel spielt, in dem neben dem Gameplay auch eine gute Geschichte enthalten ist, dann fühlt sich das schon lebendiger und einfach feuchter an. Man steht am Strand, wird aber ab und zu von den kühlenden, wässrigen und leckeren Wellen getroffen. Es ist erfrischend und man trocknet nicht aus. Es ist zwar ein komisches Beispiel, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte damit übrigens nicht sagen, dass Multiplayer-Spiele schlecht sind. Die vielen Stunden, die ich auf gommehd.net verbracht habe, oder in Overwatch, ja, ich hatte diese Phase, werde ich natürlich niemals vergessen. Trotzdem sind Storygames für mich einfach die Spitze eines Eisbergs. Was manche Storygames auch sehr besonders macht, ist, dass viele Spiele eine Geschichte erzählen, die eine Message haben, die uns zum Nachdenken bringt und manchen Menschen wirklich geholfen hat. Viele Menschen haben durch Storygames tatsächlich ihr Leben verändert. Das klingt zwar übertrieben, aber das ist einfach wirklich so. Natürlich ist nicht jedes Storygame darauf ausgelegt, die unterschiedlichsten Gefühle in uns auszulösen. Nicht jedes Storygame soll einen dazu bringen, die Charaktere so sehr zu lieben, dass man anfängt zu weinen, wenn sie sterben. Aber genau das muss ein Storygame auch nicht. Wenn das so ist, dann cool. Dennoch gibt es auch einige Spiele, bei denen die Story zwar vorhanden ist und einen interessiert, aber eher weniger auf die Gefühle der Menschen eingeht, wie zum Beispiel Sonic Adventure. Es geht eben um das Konzept, einen Spieler bei Laune zu halten. Hier erkennt man, wie vielfältig Storygames eigentlich sein können. Es gibt kurze Storygames, lange Storygames, zu lange Storygames und obwohl sie lange sind, haben sie keinen Inhalt. Und das Beste daran ist, dass egal wie eine Story aufgebaut ist, sie einen immer unterhalten kann und es immer etwas für einen gibt. Für mich macht es immer so viel Spaß, eine Story in Spielen zu verfolgen und zu schauen, was sich die Writer dabei gedacht haben. Wie ist man auf dieses Konzept gekommen? Warum hat man sich dazu entschieden? Warum wurde die Story genau so gestaltet? Jeder Spielentwickler macht es natürlich anders. Hier gibt es keine offiziellen Regeln, wie Entwickler eine geniale Story schreiben, aber der erste Schritt sind natürlich die Charaktere. Es wird immer erstmal über den Hauptcharakter und seine Merkmale nachgedacht. Es wird geprüft, ob der Hauptcharakter eher tiefsinniger oder einfacher sein soll. Beides hat seine Vor- und Nachteile und beides ist nicht wirklich schlecht. Normalerweise wird der Hauptcharakter auch intensiver ausgestaltet. Ich meine, es ist auch der Main Character. Lol. Ein häufiger Fehler, den man oft sieht, ist, dass interessante Nebencharaktere eigentlich in den Hintergrund gedrängt werden und dadurch uninteressant wirken, was wirklich schade ist.
Meiner Meinung nach hat Ghost of Tsushima dieses Problem. Versteht mich nicht falsch, ich liebe dieses Game. Jedoch wirken die Nebencharaktere oft eher wie NPCs und haben nicht wirklich eine besondere oder interessante Storyline, weshalb man diese Charaktere schnell vergisst. Dafür wurde aber extrem viel Mühe in den Main Character gesteckt, der meiner Meinung nach gut geschrieben ist. Mir ist natürlich klar, dass nicht jedes Storygame überhaupt Nebencharaktere braucht. Das hängt viel mit der Grundstory, dem Storytelling, der Lore und der Spielewelt zusammen. Und ja, Freunde, diese vier Begriffe machen eine Story aus. Wenn man seine Charaktere fertig hat, dann sind diese vier Begriffe definitiv die nächsten vier Schritte, die sich die meisten Storyteller vornehmen. Was ist das Ziel der Geschichte? Wie wird die Geschichte erzählt? Wie intensiv geht man auf die Welt ein? Eine ebenfalls sehr wichtige Frage ist, wie die Welt überhaupt gestaltet ist. Doch was bedeuten diese vier Begriffe? Ich denke, die meisten werden es wissen, aber es schadet nicht, genauer drauf einzugehen. Die Grundstory ist jedem klar. Hierbei geht es um das Ziel des Spiels. Wie beginnt das Spiel? Wie entwickelt sich die Story und wie endet sie? Es ist praktisch ein roter Faden, der sich über das Spiel erstreckt. Hierzu zählen auch Plots oder Wendungen und so weiter. Der nächste Begriff, das Storytelling, ist die Erzählmethode des Spiels. Hier wird darauf eingegangen, wie die Geschichte überhaupt erzählt wird, wie man vorgeht und welche Botschaft ermittelt werden muss. Dabei wird das Storytelling in zwei Unterkategorien eingestuft: das direkte und das subtile Storytelling. Das direkte Storytelling ist die direkte Erzählweise des Spiels. Die Geschichte wird mit Hilfe von Cutscenes oder Dialogen erzählt. Eine beliebte Methode von Spieleentwicklern ist das Einbauen von Entscheidungen. Dieses System macht das Storytelling nochmals um einiges besser, weil man als Spieler das Gefühl hat, die Geschichte selbst steuern zu können und man mehr Freiheit hat. Spiele wie Until Dawn sind genau deswegen sehr beliebt. Eine falsche Entscheidung kann alles kaputt machen, aber dadurch kann die Story auch in eine andere Richtung gehen. Das subtile Storytelling ist eher ein passiver Erzählstil. Das Erzählen wird hier ein wenig durch das Design der Welt oder das Gameplay sowie Missionen übermittelt. Es hat viel mit der Stimmung des Spiels zu tun. Charaktere sowie Gegenstände tragen hier zum Erzählen bei. Ich meine, stellt euch mal vor, das nächste Call of Duty heißt Call of Duty Fight with Unicorns. Und die Welt ist eine Rainbow Road Strecke aus Mario Kart und ihr kämpft gegen Einhörner. Ja, Freunde, es würde nicht zusammenpassen. Hier kreuzen sich die Wege mit dem nächsten Punkt, und zwar die Welt selbst. Die Spielewelt kann einen großen Teil zur Story beitragen. Hat das Spiel ein Levelsystem, eine linearere Welt oder sogar eine Open World? Je nachdem, was das Spiel für eine Welt hat, kann dies die Story sowie das Erzählen komplett verändern. In einer Open World macht es eben Sinn, dem Spieler mehr Freiheit zu geben, damit er entscheiden kann, welche Hauptmission oder Nebenmission er zuerst erledigt. Das gibt dem Storytelling noch einmal mehr einen realistischeren Touch mit dem Gefühl von Freiheit. Anders sieht es natürlich bei lineareren Welten aus. Lineare Welten sind natürlich einfacher, um Stories umzusetzen. Hier wird strikt auf die Story eingegangen und man hat weniger Freiheit, die Story quasi selbst zu bestimmen. Das ist nichts Schlechtes, sondern ein einfacheres Stilmittel, eine Geschichte zu erzählen. Ich denke, ihr versteht diesen Punkt gut. Der letzte Punkt, der die ganze Story noch einmal übermalt, auf einen Bilderrahmen klatscht und in einem Museum aufhängt, ist die Lore. Die Lore ist ein Begriff und eine Mechanik, die oft sehr unterschätzt oder vernachlässigt wird. Die Lore ist nicht der direkte Storyfaden, den man folgt, sondern eher das, was drumherum ist. Quasi die Hintergrundgeschichte, die über die Spielwelt, NPCs oder Objekten erzählt wird. Die Lore kann zur Grundgeschichte beitragen, muss es aber nicht. Man erfährt Informationen, die einfach mehr über das Universum des Spiels preisgeben, sodass alles etwas organischer wirkt. Oft wird die Lore eines Spiels nicht wirklich im Spiel selbst erzählt, sondern entweder durch die Verknüpfung mehrerer Spiele einer Reihe oder durch Medien außerhalb des Spiels, wie zum Beispiel Bücher, Filme oder Interviews mit den Entwicklern. Dieses Mittel kann so viel zur Geschichte eines Spiels beitragen und lässt alles noch einmal lebendiger und organischer wirken. Jedes Spiel verfolgt eben dieses Konzept. Manche Spiele fokussieren sich dann zum Beispiel eher auf die Grundstory und das Telling, wie zum Beispiel Little Nightmares.
Die Grundstory wird hier erstmal gar nicht aufgegriffen, aber durch das geniale Telling, was hier definitiv im Vordergrund ist, kommen wir immer mehr darauf, was eigentlich das Ziel ist und um was es eigentlich geht. Das Spiel selber erzählt einem rein gar nichts. Es wird nichts erzählt, es wird nicht gesprochen und selten wird etwas richtig gezeigt und trotzdem kommt man immer mehr auf das Ergebnis des Spiels. Hierbei ist die Welt natürlich eher im Hintergrund. Sie ist zwar genial, aber dadurch, dass es keine offene Welt ist und halt auch keine große, wird logischerweise nicht viel von der Welt gezeigt. Aber genau das, was gezeigt wird, ist sehr detailliert und interessant. Ich meine, in Little Nightmares 1 sind wir nur auf einem Schiff. Was Little Nightmares aber so genial macht, ist die Community. Little Nightmares ist eins der Spiele, bei dem die Story viel durch Theorien der Fans erzählt wird, was unter anderem zum Beispiel auch bei Five Nights at Freddy's der Fall ist. Die ruhige und mysteriöse Erzählweise des Spiels macht die Story sehr interessant und lässt die Fans viele Theorien aufstellen, die viel zur Story beitragen können. Manche Spiele konzentrieren sich zum Beispiel aber auch fast nur auf die Grundstory. Ein perfektes Beispiel sind die Mario-Spiele. Mario-Spiele haben eine Geschichte, die Prinzessin zu retten. Es ist nichts Kompliziertes, aber eben eine strikte Grundstory, die den roten Faden einhält. Die Spielwelt ist hier oft ein Levelsystem, was die einfachste Art ist, eine Story fortzuführen. Das Telling ist in Mario-Spielen auch eher im Hintergrund. Es ist ein einfaches und kein besonderes Telling. Genauso wie die Lore. Das ist aber nichts Schlechtes und passt eben zu Mario. Es ist nämlich eine einfache Spielereihe, die an alle gerichtet ist. Natürlich hängt es hier davon ab, welches Mario-Spiel gemeint ist. Mario Odyssey hat zum Beispiel eine ausgeprägtere Spielewelt als New Super Mario Bros. DS, weshalb dort die Story auch mehr zum Vorschein kommt. Andere Spiele fokussieren sich zum Beispiel aber eher weniger auf das Telling und die Grundstory und gehen lieber in die Richtung der Lore und der Spielewelt, wie zum Beispiel Elden Ring. Elden Ring ist ein Spiel, das von der Lore lebt. Überall wird etwas über die Welt erzählt, sei es durch Objekte oder NPCs. Elden Ring hat eine gigantische Lore, die wirklich bis ins kleinste Detail geht. Auch die Spielwelt ist extrem genial. Man hat eine offene Welt mit viel Freiheit. Es ist durchgehend düster und verrückt, aber genau das macht auch die Welt bzw. die Story von Elden Ring aus. Dadurch bezieht sich die Spielwelt natürlich auch auf die Lore zurück, was das Gesamtpaket noch viel besser macht. Hierbei muss ich aber auch erwähnen, dass es kein Storygame gibt, welches nicht einen der vier Punkte oder mehr hat. Jedes Storygame hat immer etwas von allen Hauptkategorien, egal ob es intensiver oder eher passiver vorhanden ist. Es ist zumindest immer ein wenig von allem vorhanden. Das Konzept kann auf alle Spiele angewendet werden. Es ist tatsächlich nicht immer einfach zu bestimmen, auf was sich ein Spiel am meisten fokussiert. Ein perfektes Gleichgewicht der vier Punkte bilden für mich die Zelda-Spiele. Ein einfaches Beispiel hierfür ist Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild vereint alles ein wenig. Das Storytelling ist hier absolut genial. Die Welt ist frei und gut gestaltet und auch die Lore wird sehr gut erzählt. Besonders das Telling in BOTW ist heftig. Am Anfang versteht man überhaupt gar nichts, bis man irgendwann die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, welche Hauptmission als nächstes angegangen wird, und obwohl jede Quest ein anderes Thema hat, führt alles letztendlich zum Hauptziel des Spiels. Außerdem kann man in der Spielewelt verschiedene Erinnerungen sammeln, die man in beliebiger Reihenfolge finden und anschauen kann. Dabei bereut man es nicht, egal welche Erinnerung man als erstes anschaut. Jede Erinnerung ist anders, widmet sich intensiv den Charakteren und trägt viel zur Geschichte bei, doch letztendlich führen alle Erinnerungen zum Hauptziel des Spiels. Das Konzept ist einfach genial umgesetzt und ich würde mir wünschen, dass mehr Spiele auf diese Weise erzählt werden. Zelda Tears of the Kingdom, also der Nachfolger von Breath of the Wild, hat meiner Meinung nach zwar eine stärkere Grundgeschichte, aber das Telling ist absoluter Durchfall. Auch hier hat man die Freiheit zu entscheiden, wohin man als erstes geht. Man kann hier ebenfalls Erinnerungen anschauen, die sehr, sehr, sehr viel zur Grundstory beitragen. Das Problem hier ist jedoch, dass diese Erinnerungen nun einen roten Faden haben. In BOTW konnte man alle Erinnerungen unabhängig voneinander betrachten, ohne das Gefühl zu haben, gespoilert zu werden. In Tears of the Kingdom hat man dieses geniale System einfach über Bord geworfen und sich dazu entschieden, dass man die Erinnerungen zwar frei finden und betrachten kann,
aber dabei gespoilert werden kann. Es kann also vorkommen, dass man eine Erinnerung sieht, in der plötzlich eine geliebte Person stirbt und man überhaupt nicht versteht, was passiert ist. Und dann sieht man das nächste Mal eine Erinnerung, bei der wieder alles gut ist und man versteht wieder nichts. What? Das ist wirklich nicht gut umgesetzt, aber Tears of the Kingdom hat definitiv eine interessantere Grundgeschichte mit intensiveren Plots. Die Zelda-Spiele hatten generell immer eine faszinierende Welt, in der auch die Lore seit mindestens Zelda A Link to the Past sehr intensiv war. Auch die Grundgeschichten in den Zelda-Spielen waren immer wirklich gut. Als Kind hat mich das nicht sonderlich interessiert, aber als ich im späteren Leben alle Spiele noch einmal gespielt habe, habe ich erst verstanden, wie gut die Stories der Zelda-Spiele tatsächlich sind. Jedes Zelda-Spiel hat für mich das perfekte Gleichgewicht der vier Hauptkategorien. Also nicht jedes, aber die meisten. Ich weiß, dass Breath of the Wild nicht so eine komplexe Lore wie Elden Ring hat, aber insgesamt ist die Lore von Breath of the Wild äußerst gut. Besonders wenn man sie im Vergleich zu den Lore-Elementen aller Zelda-Spiele setzt. Es gibt, by the way, ja auch die Zelda-Bücher, die ein perfektes Beispiel dafür sind, wie eine Lore erzählt werden kann. Und ich denke, auf dieses Beispiel haben jetzt alle gewartet. Red Dead Redemption 2. Red Dead 2 befindet sich für mich in diesem Mittelfeld. Die Welt ist groß und wird durch NPCs, Zeitschriften und vieles mehr so lebendig dargestellt, dass man sich wirklich wie in einer zweiten Realität fühlt. Dieses Spiel wirkt wirklich lebendig und auch die Grundgeschichte ist absolut genial, wird aber durch verschiedene Handlungsstränge erweitert. Hier hat man viel Freiheit und kann wählen, welche Mission man zuerst und welche zuletzt macht. Die Charaktere sind bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, es gibt intensive und geniale Dialoge und vieles mehr. Für mich ist hier die Grundstory auf der 1, das Telling ist genial, die Welt und die Lore sind einfach gut gemacht. Ein Grund, warum ich dieses Video mit einem guten Beispiel wie Red Dead 2 beenden möchte, ist nicht nur die ultra geniale Geschichte, sondern auch der Mehrspielermodus. Denn wie anfangs erwähnt, gibt es auch tatsächlich Online-Games, die eine Story haben. Denn Red Dead 2 zeigt, dass auch Online-Spiele tatsächlich eine Geschichte haben können. Es gibt nämlich eine Handlung in Red Dead Online, die in Ordnung ist, aber einfach nie zu Ende gebracht wurde. GG Rockstar Games. GG. Scheiß auf Red Dead 2, Assassin's Creed Valhalla, 10 out of 10 Game.